Hi und willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Lisa, komme aus den USA und heute werde ich euch die Bücher vorstellen, die ich im Juni gelesen habe. Es ist eine gute bunte Mischung. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Wir fangen direkt an und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. So, die Bücher stelle ich einfach chronologisch vor. Also das erste Buch, das ich beendet habe, ist The Marriage Code von Brooke Burrows. Das ist ein Liebesroman und es spielt teilweise in den USA, aber teilweise in Indien. Es geht um Emma und Rishi. Sie arbeiten beide für die gleiche IT-Firma und Rishi hätte eigentlich eine Beförderung bekommen sollen, die Emma dann aber bekommt. Und natürlich ist er ein bisschen sauer und sie können miteinander nicht gut arbeiten. Allerdings ist er der Beste für diese App-Entwicklung, also Emma braucht ihn. Also dieses ganze Projekt soll in Indien stattfinden und wenn Rishi zurück nach Indien kommt, sind seine Eltern, gehen ihn auf die Nerven, dass er heiraten soll, dass es Zeit ist. Und Emma macht also einen Deal mit ihm und sagt, hey, wenn du für mich oder mit mir auf diesem Projekt arbeitest, kann ich dir einen Algorithmus schreiben, der die perfekte Braut für dich finden wird. Und er stimmt einfach widerwillig zu. Im Prinzip geht es darum, dass sie gezwungen sind, zusammen zu arbeiten, aber im Laufe der Geschichte lernen sie sich ein bisschen näher kennen und es ist interessant zu sehen, wie Emma, man entdeckt ein bisschen die Kultur durch die Augen von Emma und vor allem das Essen und das hat mich wirklich sehr interessiert, weil ich finde es einfach interessant, wie viele verschiedene Kulturen es auf dieser Welt gibt, die man noch nichts von weiß und also würde ich dieses Buch definitiv empfehlen für ein bisschen leichte Literatur, vor allem in den Sommern, in den Sommermonaten. Jetzt machen wir direkt mit einem Thriller weiter, The Housemaid von Freda McFadden, auf Deutsch heißt es, wenn sie wüsste. Und ich glaube auch, dass dieses Buch sehr bekannt und gehypt wurde und zu Recht. Was ich interessant finde ist, dass der Klappentext auf Englisch und der auf Deutsch nicht immer übereinstimmen. Also in einem Klappentext werden Sachen verraten, die in dem anderen gar nicht verraten werden. Also weiß ich selber nicht, wie ich das beschreiben sollte, außer wie ich es hier hinten sehe. Aber das ist auf Englisch. Also ich hoffe, es stimmt überein mit dem, was man auf dem deutschen Klappentext sieht und dass es nicht zu viel von irgendwas verrät. Also hier geht es um Millie. Millie hat eine düstere Vergangenheit, von der niemand was wissen sollte und sie versucht gerade verzweifelt einen Job zu bekommen, aber niemand will ihr diese Chance geben wegen dieser Vergangenheit. Also wenn sie die Möglichkeit bekommt, bei Nina und ihrer Familie als Hausmädchen zu arbeiten, ist sie begeistert und sie denkt, oh ja, endlich. Aber sobald sie anfängt zu arbeiten, ich weiß nicht, ob das hier ist oder ich verwechsle mit dem Deutschen. Ja, doch. Aber sobald sie dort anfängt, zeigt Nina ihr wahres Gesicht. Nina macht das Haus andauernd dreckig, nur damit Millie es sauer machen muss. Sie unterstellt ihr Dinge, die sie gar nicht getan hat. Und das Ganze scheint einfach irgendwie sehr verrückt zu sein, vor allem weil Millie... Sie wohnen in diesem gigantischen Haus und Millie muss auf dem Dachboden schlafen und die Tür schließt nur von draußen ab. Millie denkt, okay, was soll's, das wird wohl nicht passieren, oder? Bis es eines Tages doch passiert. Also die ganze Spannung kommt dadurch, dass wir wissen, dass das passieren wird und wir wollen wissen, hä, wie kommt es dazu und ist Millie einfach zu dumm, um das nicht kommen zu sehen oder was? Was geht hier vor sich? Also, ich habe diesem Buch 5 von 5 Sterne gegeben. Es ist wirklich sehr spannend gewesen. Habe die Atmosphäre total geliebt. Es war so spannungsvoll und ich liebe das einfach in Thrillern. Das ist das, was ich liebe am meisten. Und wo wir über Thriller reden, habe ich noch ein anderes hier, den ich vielleicht sogar mehr genossen habe von der Atmosphäre her. The Last Word von Taylor Adams. Dieses Buch wurde noch nicht übersetzt, aber ich hoffe es einfach so sehr. Sein erstes Buch, ich glaube es ist sein erstes, sein Debüt gewesen, wurde übersetzt. Also ich hoffe, dass dieses hier noch übersetzt wird. Mal schauen. Es geht hier um
eine Frau, ein bisschen wie bei Millie, aber nicht wirklich. Also es geht hier um eine Frau, die auf einer abgelegenen Insel arbeitet als Haussitterin. Also sie passt auf das Haus auf, während die Besitzerin weg ist. Und eines Tages liest sie ein Roman, ein Horrorbuch, das wirklich sehr schlecht geschrieben ist. Also hinterlässt, ich glaube, sie heißt auch Emma. Sie heißt auch Emma, wie von The Marriage Code. Also Emma hinterlässt einen schlechten Review und kurz danach bekommt sie eine Antwort von dem Autoren selbst und er bittet sie, das Review zu löschen, denn das schädigt seiner Werke, behauptet er, und Emma weigert sich. Dann entsteht ein bisschen ein Streit daraus und allmählich bekommt Emma das Gefühl, dass vielleicht jemand das Haus beobachtet, dass jemand in dem Haus sogar war. Aber kann es wirklich diese verrückte Autorin gewesen sein? Ich meine, wie hat er sie überhaupt gefunden? Wer ist er? Was will er? Und wie weit wird er gehen für einen schlechten Review? Ich weiß nicht, wie spannend das klingt. Für mich klang das einfach sehr spannend, weil ich denke, wow. Erstens, es geht ein bisschen um Bücher, weil er Autor ist. Und zweitens ist es ja eine abgelegene Insel. Ich würde es empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich einen guten Job tue hier mit meinen Reviews, aber mit meinem begrenzten Vokabular machen wir, was sich machen lässt. Als nächstes ein zeitgenössisches Buch, wenn man das so sagt. The Collected Regrets of Clover von Mickey Brammer. Das habe ich gesehen, wird tatsächlich übersetzt. Allerdings habe ich den Titel vergessen. Ich blende es einfach hier ein. Hier geht es um Clover. Und Clover ist sowas wie eine Hebamme, aber für Leute, die sterben werden. Also sie hilft ihnen, damit klarzukommen. Oder falls sie einfach mit jemandem darüber reden wollen, ist es so ein bisschen, was derjenige gerade braucht. Man würde denken, dass Clover ihr eigenes Leben in dem Griff haben sollte, weil wenn man den Tod akzeptiert hat, sollte man schon verstehen, ein bisschen mehr über das Leben, würde man denken, aber das ist nicht so und Clover ist eine komplette Katastrophe. In diesem Buch geht es also um die Entwicklung von Clover und wie sie ein paar Leuten neu kennenlernt, die ihr auf den richtigen Weg bringen, dass sie Leuten ein bisschen mehr traut, dass sie mehr ein bisschen rausgeht und ihr Leben genießt. Ich habe gemischte Gefühle über dieses Buch, weil ich habe nicht erwartet, dass ihr Leben wirklich so chaotisch ist. Aber ich glaube einfach, ich habe den Klappentext nicht so gut gelesen. Ich glaube, an sich war das Buch berührend und man konnte ein paar Sachen mit auf den Weg nehmen. Ich weiß nicht, was ich an diesem Buch hätte verbessern können. Das weiß ich nicht genau, aber es war irgendwas, was mich vielleicht nicht ganz überzeugt hat. Ich habe dem Buch trotzdem 4 Sterne gegeben, weil ich fand, es gab ein paar sehr wichtige Botschaften über das Leben, wo man sieht, dass manchmal hat man das Gefühl, dass nur ich habe mein Leben nicht in den Griff und andere schon. Aber allmählich merke ich, dass es wirklich allen so geht oder vielen so geht. Und solche Bücher wie dieses hier, ja, helfen mir dabei, mir meine Augen mehr zu öffnen und mir besser über mein eigenes Leben zu fühlen. Ich weiß nicht, ob ich zu viel Persönliches hier Jammereien labere, aber wenn dir das geholfen hat und du denkst, ja, das Buch klingt gut, dann ist das schon mal was. Wenn ich dich nicht überzeugt habe, tut mir leid, du kannst wegklicken oder du kannst weiter gucken und du hast Hoffnung, dass es besser wird. Als nächstes habe ich Big Swiss von Jen Began. Dieses Buch war sehr, 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 sehr lustig in so einem ironischen Humor. Ich weiß nicht, ob man das so sagt. Es geht hier um Greta. So komisch. Ich kann dieses Buch gar nicht so gut beschreiben. Es geht hier um Greta und sie scriptet
die Gespräche von einem Sextherapeuten, also die Kunden, die dort sind. Sie sprechen mit dem Therapeut und Greta hört diese ganzen Gespräche und tippt es alles, damit der Therapeut das nachher, keine Ahnung, ob er das benutzt als Notizen oder um die Kunden zu analysieren oder was. Klienten, ich weiß nicht, was ist der Unterschied. Und dann wird sie ein bisschen besessen von eins von diesen Klienten, die sie Big Swiss nennt, weil natürlich sie kennt die Namen von den Personen nicht, sonst wäre das Datenschutzverstoß. Und eines Tages ist sie bei einem Hundpark und sie erkennt die Stimme von dieser Big Swiss und sie denkt, oh, was soll ich jetzt machen? Soll ich einfach so tun, als ob ich sie nicht kenne und einen neuen Namen für mich empfinden? Ja, genau das sollte ich machen. Das tut sie und es entsteht eine Freundschaft zwischen den beiden und vielleicht sogar mehr. Das Buch ist einfach verrückt, aber es war so endearing, ist das Wort auf Englisch. Es war sehr interessant zu sehen, wie diese zwei Charaktere sich entwickeln und wie sie miteinander umgehen, weil sie wirklich sehr verschieden sind und dass sie einander ein bisschen was beibringen. Ich habe dem Buch, glaube ich, 5 Sterne gegeben. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es war sehr, 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 sehr gut. Ich hatte schon hohe Erwartungen von dem Anfang, weil es so lustig klang, weil ich das erste Kapitel gelesen habe und es war sehr lustig und es hat nicht enttäuscht, es war wirklich was komplett anderes, aber es hat sich trotzdem gelohnt. Wir machen mit einem historischen Roman weiter. Did You Hear About Kitty Carr von Crystal Smith Paul? Leute, dieses Buch war so gut. Es war einfach wie The Seven Husbands of Evelyn Hugo, aber besser, weil die, sagt man das, die Stakes hier waren höher und ich weiß gar nicht, ob das auf eine echte Geschichte basiert, aber man hat so das Gefühl, ein bisschen wie bei Evelyn Hugo, man hatte das Gefühl, dass diese Person wirklich existiert hat. Es geht auch um eine Schauspielerin, die eine bescheidene Herkunft hat, aber der Unterschied hier zwischen nein, und in Evelyn Hugo ist es genauso, dass Evelyn Hugo, sie ist eigentlich Latinx, aber sie lässt die Welt einfach glauben, dass sie weiß ist. Und in diesem Buch geht es um eine schwarze Person, die als weiße Person lebt. Also die Parallele sind da. Aber worum geht es genau? Es geht um diese Schauspielerin, nachdem sie stirbt. Sie vererbt ihr ganzes Vermögen an 3 schwarzen Schwestern und die ganze Welt ist da. Diese 3 Schwestern sind auch sehr berühmt. Sie sind nicht alle Schauspielerinnen. Eine ist Schauspielerin, eine ist irgendwas, bla bla bla. Die ganze Familie ist sehr berühmt und es geht in diesem Buch darum zu entdecken, warum Kitty Carr es genau an diesen 3 vererbt hat. Habe ich das richtig erklärt? Ich glaube schon. Als nächstes haben wir hier ein französisches Buch, der erste Teil in der Enola Holmes Reihe von Nancy Springer. Enola Holmes ist die Schwester von Sherlock Holmes. Ich habe keine Ahnung, ob Sherlock Holmes eine Schwester hatte. Ich glaube eigentlich nicht, also ist das Ganze einfach erfunden. Also dieses Buch fängt dort an, dass ihre Mutter verschwunden ist, aber Hinweise hinterlassen hat. Also macht sich Enola auf die Suche nach ihrer Mutter. Aber gleichzeitig verschwindet ein Graf, ein Lord, ich weiß nicht, wie man das sagt. Er verschwindet, er ist 14 oder so, glaube ich. Und Enola denkt, ich könnte beide Fälle lösen. Darum ungefähr geht es. Oh, wie hat mir das Buch gefallen? Nicht so gut. So, okay, ich habe dem Buch 3 Sterne gegeben. Ich habe es auch auf Französisch gelesen, also habe ich nicht alles verstanden und es war sehr schwer durch dieses Buch zu kommen, also könnte es eventuell an der Sprache liegen. The Seven Husbands of Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Ah ja, ich habe beide Bücher in einem Monat gelesen. Erst habe ich Kitty Carr gelesen und von der Handlung her hatte ich schon das Gefühl, dass es sich irgendwie Evelyn Hugo ähnelt.
und ich glaube, ich habe recht. Danach dachte ich, okay, jetzt muss ich bestätigen, ob ich recht hatte oder nicht. Also habe ich dieses Buch hier gelesen. Ich hatte keine hohen Erwartungen an dieses Buch. Allerdings hat es mich überrascht. Ich fand das Buch sehr gut. Es gab so ein paar Stellen, wo ich dachte, das ist ein bisschen komisch, wie die Charaktere entwickelt wurden. Es hat mich gestört, wie Monique einfach keinen Rückgrat hatte. Und wie Evelyn sie manipulieren konnte und sie wirklich eine sehr unhöfliche Person ihr gegenüber war. Und ja, es geht nicht darum, nett oder nicht nett zu sein in diesem Buch, das verstehe ich schon. Ich sage einfach nur, es hat mich gestört. Warum musste diese Frau schwarz sein? Ich finde, wie viel sollte ein Buch unsere Realität spiegeln und wie viel sollte es eine bessere Zukunft malen? Es ist eine sehr dünne Linie oder Grenze. Und ich habe die Antwort nicht. Ich habe keine richtige Antwort. Ich sage einfach nur, was mich vielleicht gestört hat. Das heißt nicht, dass ich recht habe. Es tut mir leid, ich mache hier einen Spoiler, was ich sonst normalerweise nie tue. Also können wir gucken, wo von hier bis wo man überspringen kann oder ob das bedeutet, dass ihr das Video verlässt. Meinetwegen. Es hat mich aber gestört, dass der Mann am Ende, der stirbt, schwarz war. Das war einfach komplett erfunden. Warum musste er schwarz sein? Warum musste er sterben? Und ich habe keine Ahnung, ob ich das zu viel analysiere. Aber immerhin hatte die Autorin diese Wahl zu sagen, okay, so und so, er stirbt oder er lebt. Und sie dachte, ich mache ihn schwarz, ich lasse ihn sterben und danach schieben wir die ganze Schuld auf ihn, sodass seine ganze Familie ihn hasst, weil er betrunken war und sich selbst umgebracht hat. Noch dazu einen anderen unschuldigen Mann umgebracht hat. Das hat mich sowas von gestört. Es tut mir leid. Und deswegen weiß ich nicht, wie ich zu diesem Buch stehe. Aber an sich war es ziemlich gut geschrieben. Bis dahin war alles noch in Ordnung, weil, wie gesagt, ich habe nicht alle Antworten auf das Leben oder auf Bücher schreiben. Man kann immer ein Auge ein bisschen zudrücken und sich nicht so viel Druck machen, was ist richtig, was ist falsch. Weil du nimmst einfach davon, was du brauchst oder was du denkst wichtig ist. Das hat mich einfach gestört. Und dann als nächstes auf eine süßere, glücklichere Note habe ich Pavlova von Brian Sewell gelesen. Und es hat hier einen Untertitel, das im Prinzip das ganze Buch verfasst. Pavlova oder wie man eine Eselin und die halbe Welt schmuggelt. Es geht hier also um einen Mann, der sich entscheidet, diese kleine Eselin zu retten. Allerdings sind sie gerade in Pakistan und er wohnt in London, also muss er sie sogar über verschiedenen Grenzen schmuggeln. Und es geht um deren Reise, wie sie das schaffen, die Leute, die sie auf dem Weg treffen, die Orte, die sie besuchen, die Sachen, die sie tun. Und es ist einfach so niedlich und süß gewesen. Es war genau das, was mein Herz gebraucht hat. Und ich würde es jedem empfehlen. Wirklich eine sehr süße Geschichte. Normalerweise stelle ich die Bücher, die ich abgebrochen habe, als letztes, aber es war nur das eine, also stelle ich es aber jetzt vor. The Dinner List von Rebecca Surley. Es wurde unter dem gleichen Titel auf Deutsch übersetzt. Das Konzept von diesem Buch klang sehr interessant, denn es geht um dieses Spiel, das, ich weiß nicht, ob man das in jedem Land tut, aber manchmal stellt man die Frage, hey, wenn du jemanden zum Abendessen einladen könntest, lebend oder tot, berühmt oder nicht, wen würdest du einladen? Und in diesem Buch passiert es wirklich. Diese Frau, sie geht zu einem Restaurant, um ihr Geburtstag zu feiern mit ihrer besten Freundinnen. Und wenn sie dort ankommt, sind die 6 Leute auf ihrer Liste anwesend. Oder waren es 5? Und insgesamt sind sie 6. Keine Ahnung. Auf jeden Fall passiert das. Und eine davon ist sogar die Schauspielerin Audrey Hepburn. Für mich klang das vielversprechend, sehr gut, interessant. Aber es hat enttäuscht. Das kann ich sagen. Zum Beispiel stört mich, dass sie nicht rauchte, aber dass sie angefangen hat zu rauchen, nur weil der Mann es getan hat. Oder weil er rauchte. Und solche Sachen
stören mich einfach so persönlich, dass ich das Buch nicht weiterlesen kann, ohne mich voller, keine Ahnung, Wut oder Hass zu fühlen. Und wenn das passiert, denke ich, breche ich das Buch lieber ab, anstatt mich mit so negativen Gefühlen zu füllen, weil das ist nicht Sinn der Sache. Man sollte ein Buch schon genießen. Ja, okay. Wir machen weiter mit Honey Girl von Morgan Rogers. Das wurde übersetzt. Wie heißt es auf Deutsch? Honigmädchen? Keine Ahnung, ich blende es hier ein. Also was mich an diesem Buch sehr interessiert hat, ist, dass die Autorin sagt, dass sie selber queer, schwarz, millennial ist und dass sie für andere queere Mädchen schreibt. Ich fand das sehr interessant. Es geht um eine Frau, die gerade ihren Doktorat fertig gemacht hat. Sie geht nach Las Vegas zu feiern. Sie ist eine sehr fleißige Studentin gewesen und sie denkt, jetzt lasse ich ein bisschen Dampf ab. Ich kann mir das erlauben. Und was passiert? Sie heiratet eine andere Frau dort. Also jetzt ist sie verheiratet mit einer Frau, die sie gar nicht kennt. Und was in diesem Buch so interessant ist, wie die Protagonistin ihr Leben nicht wirklich in den Griff hat, obwohl sie ihr ganzes Leben lang schon einen Plan gehabt hat. Und man merkt schon selber, dass man nicht alleine ist mit diesem Gefühl, dass ist das, was ich mache, sinnvoll? Mache ich etwas Sinnvolles mit meinem Leben? Und sie hatte Freunde, die ihr dabei viel unterstützt haben, außerdem diese neue Liebe in ihrem Leben. Was macht sie damit? Lässt sie es einfach sein oder will sie es ein bisschen erkunden? Ja, das ist das Wort. Erkunden. Ich fand, es war eine sehr süße, niedliche, aber auch irgendwie tiefgehende Geschichte. Es war nicht mein Lieblings, weil der Dialog irgendwie mich nicht so realistisch vorkam und ein bisschen krass und stark fand. Aber ich bin froh, dass ich die Geschichte gelesen habe. Als nächstes habe ich einen Thriller, She Started It von Sean Gilbert. Dieses Buch war auch sehr, 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 sehr gut. Also ich sage das fast über alle Thriller, glaube ich, ja. Kein Thriller diesen Monat hat mich enttäuscht. Dieses Buch war auch sehr spannend von der ersten Seite. Für ein paar Sekunden hatte ich Zweifel, weil es geht hier um eine Gruppe von Freundinnen. Ich glaube, es sind 4 Frauen und eine Außenstehende, die immer zu der Gruppe hingehören wollte, aber sie immer ausgeschlossen haben und sogar Pranks gespielt haben. Es war wirklich, sie waren sehr gemein zu ihr, als sie in der Schule waren. Aber jetzt ist es Jahre später und sie heiratet und sie lädt diese 4 andere Freunde ein, um ihr, wie sagt man das, Bachelor Party zu feiern, bevor sie heiratet. Und sie denken, das ist komisch, warum lädt sie uns ein? Okay, lass uns trotzdem hingehen. Und das hat mich ein bisschen gestört, diese Mentalität, die diese 4 Frauen hatten, fand ich irgendwie oberflächlich und gemein, wenn man die Erinnerungen, die Rückblicke sieht, wie gemein sie zu ihr waren. Aber gleichzeitig war es auch sehr spannend. Ich sag euch, worum es geht. Es geht also um diese 5 Freunde, die sich versammeln auf diese Insel. Man spürt schon, nichts Gutes kann daraus kommen, dass es eine Insel ist. Wie man erwarten kann, wenn man 4 oder 5 hinterlistige Frauen zusammenbringt, kommen viele Geheimnisse ans Licht, viele Bösartigkeiten. Und alle 4, die böse waren, merken, dass sie Poppy sowas von unterschätzt haben. Und ich glaube, mehr brauche ich nicht zu sagen. Man kann sich schon ein bisschen vorstellen, was in dem Buch so passiert. Aber man will es trotzdem nicht sagen, weil sonst zerstört das die Magie. Als nächstes The Wishing Game von Meg Schaffer. Und dieses Buch war überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe und erwartet habe. Ich wusste, dass es so um einen Wettbewerb geht, wo ein Autor, der seit langem nichts publiziert hat, auf einmal ein neues Buch veröffentlicht und nur eine Kopie davon macht. Und das ganze Wettbewerb geht darum, dass diese 4 Wettbewerbe darum spielen, um dieses Buch zu gewinnen. Danach können sie es verkaufen oder machen, was sie wollen damit. Und unsere Protagonistin heißt Lucy. Und Lucy möchte eigentlich einen Jungen namens Christopher gerne adoptieren. Allerdings hat sie nicht genug Einkommen. Ihr Leben ist nicht stabil genug, um ein Kind adoptieren zu dürfen.
Sie möchte das Buch gewinnen, damit sie es verkaufen kann und damit Christopher adoptieren kann. Es ist eine herzerwärmende Geschichte. Oh, und es geht auch viel darum, wie sie da für das Buch, um das Buch spielen. Sie müssen viele Rätsel lösen, die eigentlich zum Beispiel Kinder sehr schnell lösen können, aber eher als Erwachsene wir diese Vorstellungskraft verloren haben. Also geht es gleichzeitig darum, neu zu entdecken, diese Magie, diese Vorstellungskraft, die man als Kind hat. Sehr niedlich, sehr süß. War so überrascht und gleichzeitig sehr spannend, weil man möchte natürlich wissen, wie geht es weiter. Okay, sie haben diese Runde gewonnen und was passiert als nächstes? Das war... Ich bin so überrascht, was diese Autorin hier geschafft hat mit ihrer Vorstellungsfantasie. Wir sind beim letzten Buch angekommen. My Murder von Katie Williams. Ich würde dieses Buch als Science Fiction einstufen, weil es im Prinzip in eine zukünftige Welt passieren könnte, weil es um Klone geht. Die Protagonistin in diesem Buch heißt Lou. Lou wurde von einem Serienmörder ermordet. Danach hat die Regierung sie zurückgebracht, als Klone natürlich. Sie und 3 oder 4 andere Frauen, die ebenfalls von diesem Serienmörder ermordet wurden. Und das, schon alleine davon, denke ich, könnte man sagen, das ist interessant. Man möchte wissen, was hat die Autorin damit vor? Was will sie uns zeigen? Was will sie uns sagen? Ich fand das Buch an sich sehr kreativ, ziemlich gut umgesetzt. Allerdings konnte es mich nicht richtig catchen mit dem Dialog. Es war einfach manchmal zu viel Monolog. Nicht mal Dialog ist das, was mich gestört hat. Es war die Monologen, wo die Protagonistin einfach vor sich hingelabert hat. Konnte ich irgendwie nicht gut nachvollziehen oder folgen. Aber an sich fand ich, es hat sich gelohnt herauszufinden, was am Ende passiert. Vor allem das Buch ist nicht so dick. 280 Seiten. Wie gesagt, wirklich, das Ende habe ich nicht kommen sehen. War ein sehr interessantes Konzept. Aber damit sind wir schon am Ende. Das sind die 14 Bücher, die ich letzten Monat gelesen habe. Ich hoffe, euch war dieses Video einigermaßen nützvoll. Keine Ahnung. Schreibt es gerne in die Kommentare, falls das der Fall war. Und ja, hoffentlich sehen wir uns in einem zukünftigen Video. Tschüss!